Mich hat ein Rückschlag zum Marathon gebracht. Ich war also ganz am Ende eigentlich meiner körperlichen Kräfte. Ich habe schon fast resigniert und gesagt, ich laufe nicht mehr, mir tat mein Knie so doll weh, es ging nicht mehr weiter. Und diese Motivation habe ich umgedreht und gesagt, doch, ich schaffe das. Ich schaffe es, einen Marathon zu laufen. Das Projekt nehme ich mir vor, diese Hürde kann ich überspringen. Und das hat geklappt. It's only 10 minutes to go and I'm starting my first ever marathon. See you. One quarter is done. I can't wait for the rest of it. The cheering crowd is amazing. Let's see where it goes. Das Gefühl, sich besser zu fühlen beim Laufen, hat ganz viele Gründe. Zum einen ist das eine Sportart, die kann ich eigentlich überall machen. Also ich bin da jetzt nicht in irgendwelche Zwänge, an irgendwelchen Öffnungszeiten gebunden. Das ist etwas, was ich zu jeder Zeit, an jeder Stelle machen kann. Also das ist so ein Punkt, was auch eine gewisse Freiheit mit sich bringt. Laufen ist für mich eine super spannende Mischung aus Kontrolle, Disziplin und Routine, Training und so weiter. Und gleichzeitig super meditativ, bringt super viel Freiheit und Kraft. Also das ist so eine wilde Mischung aus diesen Gefühlen. Und genau die macht es für mich aus. Wenn man das mit einer gewissen Struktur und Ordnung macht, ja, entsteht so dieses Wohlfühlgefühl, man hat das Gefühl beim Laufen, es geht einem gut, das ist dieses Runner's High zum Beispiel. Es ist aber auch im Anschluss an das Laufen durchaus eigentlich die Regel oder häufig so, dass man sagt, boah, jetzt habe ich was gemacht, ich habe Sport gemacht, mich bewegt, jetzt kann der Tag beginnen. Es war alles sehr eng, es war zu Hause, zwei kleine Kinder gehabt, das Wohnzimmer wurde zum Arbeitszimmer und irgendwie musste der Schritt raus aus diesen vier Wänden erfolgen. Und dann war das so die einzige, vielleicht auch logische Konsequenz, dann mit dem Laufen zu beginnen, um auch so ein bisschen den gesunden Lebensstil, wo einfach Sport mit dazugehört, aufrechterhalten zu können. Das Laufen kann in vielerlei Hinsicht deine Lebenseinstellung verändern. Es ändert viele körperliche Prozesse, Stoffwechselwege. Es führt zum Beispiel zu einer vermehrten Bildung und Freisetzung dieser Glückshormone. Und das eben nicht nur über den eigentlichen Laufmoment hinaus, sondern auch im Verlauf. Also du hast höhere Level von Serotonin oder Dopamin zum Beispiel. Und das vermittelt dann eben auch in anderen Situationen ein positives Gefühl, so ein Glücksgefühl. Also ich bin definitiv Lebensläuferin. Laufen ist für mich in jeder Situation immer angebracht. Ob Stress oder Urlaub oder einfach so oder sich eine Stadt anzugucken. Man sieht tatsächlich sehr häufig, wenn man ins Ziel kommt, ganz unterschiedliche Gesichter, Mischung aus völliger Erschöpfung, aber ganz häufig auch eine unglaubliche Begeisterung und Erleichterung. Und es gibt viele Studien, die gezeigt haben, dass wenn man sich so etwas setzt, ein Ziel, egal ob das Marathon ist, ob das ein 5-Kilometer-Lauf ist, ob das dreimal am Tag spazieren gehen ist, man dieses Ziel erreicht, dann entwickelt man sich weiter, dann entwickelt man sich im Kopf weiter, dann kommt es eher dazu, dass zum Beispiel solche Glückshormone früher gebildet werden und das Ganze auch nachhaltig wirkt. Also, das ist ja vieles, was zusammenkommt. Es ist diese hormonelle Geschichte, es ist aber auch ein Umbau des Körpers, des Stoffwechsels. Und das alles führt dazu, dass man sich besser fühlt. Mit einem Ziel vor Augen klappt das noch viel strukturierter. Es hat mir oft einfach eine Struktur gegeben für den Alltag, für die Wochenplanung, die für mich wichtig war. Es hat mir oft einen freien Kopf verpasst in diesem strengen, durchgetakteten Alltag. Es hat mir eine Ruhe teilweise auch verschafft, die ich im wuseligen Familien- und Arbeitsalltag nicht oft habe. Und hat natürlich auch den Nebeneffekt, dass ich mir gewisse sportliche Ziele jetzt auch setzen kann in anderer Hinsicht. Und habe jetzt auch die 10-Kilometer-Marke vor einiger Zeit geknackt. Über die Zeit sprechen wir nicht. Genau, das ist einfach was ich definitiv weiter verfolgen werde. Ja, das ist immer wieder ein erhabener Anblick, wenn man die Läuferinnen und Läufer morgens um 9.15 Uhr auf die Reise schickt und ab 2 Stunden und 1 Minute später kommen die dann erst ganz einzeln reingelaufen. Da erfüllen sich schon viele Träume, wenn da Läufer ganz vorne Weltrekord laufen oder eine persönliche Bestzeit, aber einfach auch denn die Leute, die einfach nur froh sind und überglücklich sind, da über diese Ziellinie zu kommen. Da sind Emotionen pur dabei, die man sonst nur an ganz wenigen anderen Orten miterleben kann. Also die
Häufigkeit von glücklichen Menschen ist in so einem Ziel wahrscheinlich kaum zu toppen. Ja, auf jeden Fall gibt mir die Marathongeschichte Kraft. Wenn ich 40 Kilometer Rad gefahren bin, denke ich daran, das bin ich vor 2 Jahren gelaufen. Das ist legendär, das ist der Wahnsinn. Und gleichzeitig, auch wenn ich halt in einem Verletzungstief bin oder durch Corona geschwächt oder traurig, dass ich nicht mit Leuten gemeinsam laufen kann, dann holt mich diese Erfahrung wieder raus. Bald gibt es wieder Trainings, bald gibt es wieder Wettbewerbe und dann mache ich die gleiche Geschichte nochmal. Du weißt, in dem Moment, dieses Gefühl haben mit dir 45.000 Leute geteilt und sie fühlen das Gleiche. Du willst sie auch beglückwünschen, genauso wie du selber beglückwünscht auch werden möchtest. Und das habe ich in dem Moment getan. Everybody who's made it is a legend to me. I made it, I can't believe it. This is my first and it was the best. Thank you so much for running with me. Einfach Spaß und Freude. Macht glücklich. Ohne Laufen sieht es ganz anders aus. Jeder in meiner Familie würde sagen, Mama, geh erst mal wieder laufen. Ein Leben ohne Laufen wäre komisch. Ja, Laufen macht mich sehr glücklich. Jedes einzelne Mal.